eine Klatsche oder geht vielleicht doch noch was? Der eingewechselte Arne Hodzic ganz alleine wird aber gefällt und der Schiedsrichter sagt Elfmeter. Und Sebastian May spielt den Ball. Aber das hat ja der Schiedsrichter Martin Beermann so nicht gesehen. Da Sebastian May letzter Mann war, heißt das Notbremse. Und aus Schiedsrichtersicht dann folgerichtig rot. Für mich eine Fehlentscheidung. Ich denke, Thorsten Ziegner wird es auch so sehen. Und Sebastian May ganz alleine wird dann vom Platz geführt. Schimpft der Elfmeter von Grossart. Verschossen, aber es gibt ja noch die Nachschussgelegenheit. Und auch die landet nicht im Kasten. Björn Lambach vergibt die große Gelegenheit, gegen C. Zwickauer zu verkürzen. Zunächst der mies geschossene Elfmeter und dann am Ende der Querbalken. Es kommt aber noch dicker für Plauen. Bleiben Sie mit den Augen am Ball. Florian Grossart eben noch mit dem schlecht geschossenen Elfmeter. Jetzt mit einem herrlichen Schuss allerdings. Als das Spiel schon abgepfiffen war. Ball wegschlagen heißt das dann im Schiedsrichter Deutsch. Und Grossart hatte schon die gelbe Karte gesehen. Das bedeutet gelb und nochmal gelb, gelb-rot.